Ja, sicher eine physisch starke Mannschaft, eine spielstarke Mannschaft, wie es Belgier eigentlich alle sind. Also wir erwarten sicher einen sehr starken Gegner. Freut uns aber auf die Herausforderungen, freut uns darauf, in einem anderen Wettbewerb können zu spielen. Und wollen natürlich auch Mut tanken für die Meisterschaft mit einem guten Spiel und natürlich mit einem Sieg. Eine gute, starke Mannschaft und gute Mannschaft. Spiel vor 2-3 Jahren in der Champions League. Die Situation ist so oder so schon riesig, weil wir können Europacup spielen. Noch nicht viele Spieler unserer Mannschaft hat die Chance gehabt, Europacup zu spielen. Jetzt haben wir die zwei Spiele gegen Genk und wollen alles daran setzen, dass wir die erfolgreich gestalten und die Gruppenphase einziehen. Für uns ist wichtig, dieser Match ist eine große Chance für eine Gruppenphase in der Europa League. Und zusammen mit Zuschauern wollen wir gewinnen diesen Match mit 100% fighten und konzentrieren. Ich hoffe, wir gewinnen diesen Match und wir gehen in Genk mit einem positiven Resultat. Ja, wir müssen über den Kampf zurück zu unserem Spiel finden. Das ist ganz klar. Wir müssen zwei Kämpfe annehmen, die bestreiten und versuchen zu gewinnen. Und dann ist die Chance groß, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn wir uns von den Zweikämpfen scheuen, dann wird es sicher schwierig. Aber wir sind bereit, haben jetzt die ersten zwei Tage mit dem neuen Trainer, denke ich, schon recht gut können arbeiten und wollen unbedingt auf die Siegerstrasse kommen und ein bisschen Schwung holen auch für die Meisterschaft.